Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei GTA Online, bei Anstalt TV mit den GTA Online Tageszielen. Heute an Tag 70 und mit Basti, der alten Saufnase. Hallo. Ich sauf gar nicht. Nee, trink's gemütlich, gell? So, heute das Finale der Finale der 10. Woche. Und zur Feier des Tages haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Beziehungsweise, wir haben von einer Firma wurde was ganz Besonderes ausgedacht worden, sozusagen. Und zwar, ich habe heute mein neues Internet bekommen und mein Upload funktioniert noch nicht so ganz richtig. Das bedeutet, während der Folge wird es wahrscheinlich öfter passieren, dass der Basti von dem, was ich sage, kein Wort versteht. Und ich aus der Lobby rausfliege. Und für den Basti laggt hier auch alles. Das. Und er schießt auch einfach irgendwo hin. Ja, ich habe jetzt schon kein Wort verstanden, aber. Weißt du, besoffen Raketenwerfer zu schießen, ist gar nicht mal so einfach. Jetzt bin ich wegen dir überfahren worden und habe eine Raketenwerfer-Rakete. Das Transaktion wird bearbeitet. Was passiert hier gerade? Ich habe Black Screen. Guck hier an, der hat das Spiel verlassen. Das bedeutet, ich bin nur wieder aus der Lobby geflogen. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt erstmal meine Tagesziele zeigen. Ein Capture Verteidigung, einmal Cops schmieren und Chaos anrichten und passend dazu 5 Fahrzeuge zerstören. Wie ihr euch denken könnt, wenn wir hier an der Autobahn stehen, fangen wir auch mit dem Cops schmieren und Chaos anrichten an. Deswegen rufe ich jetzt erstmal den Lester an. Ich glaube, das bei mir gar nicht so ganz. Warum nicht? Ach, weil ich erstmal ein bisschen besoffen war, eventuell. Ach, jetzt auf einmal doch? Okay. So. Ich fange dann jetzt mal an. Ziel abgeschlossen. Jetzt habe ich trotzdem noch 1,5 Minuten. Oh, ich habe daneben geschossen. Ich habe halt 10 Flaschen Bier inhaliert. Wo bin ich gerade schlecht? Ja, das ist nichts Neues. Sagst du zu mir? Ja. Alles klar, Basti. Ja, finde ich auch. Ist alles klar. So, Tagesziel. Oh, 2 Tagesziele auf einmal abgeschlossen. Das finde ich super. Kann man ja trotzdem noch ein bisschen weitermachen. Ja, wir müssen halt eine Kontaktmission machen. Ne, wir machen dann erstmal ein Capture-Verteidigung. Nein, ich hab Selbstmord bekommen. Das. Was? Was redest du? Ich bin gestorben. Ob wir das machen. Du redest ganz schön komisch. Oh, guck mal, wer da neben mir gespawnt ist. So. Alles klar. Lebst du jetzt noch? Das sah gerade wunderschön aus. Cookie Hunter ist dem Spiel beigetreten. Cookie Hunter hat sie gezielt ausgeschaltet. Cookie Hunter hat das Spiel verlassen. So, aber Basti. Ja, ich habe nicht mal den Kill angerechnet bekommen. Das rausfliegen ist von deiner Seite aus, weil es ist noch einer auf dem Server. Ne, das passiert ja mal. Das stimmt. Dann zählt es nicht mal als Kill. Spacken. Nein! Nicht so. Zufälligen Job starten. Freunden beitreten. Nein, dann warte ich jetzt noch. Dann mach du kurz erstmal das mit dem Umbringen. Okay. Während. Ich stelle mich hier auf den Fußballplatz. Wenn ich jetzt noch ein Auto hätte, würde ich Autoball spielen. Aber ich habe kein Auto. Ist schlecht. Das ist bitter. Ja, gell? Ganz bitter. Bitterino. Was nehmen wir uns denn für ein Auto? Ich bin für das da. Ist süß oder salzig? Nein, das ist bitter. Basti? Du redest gerade ganz schön leise. Leise? Ja. Du hast sofort dich hingenuschelt.
Jetzt schon wieder. Guck hier, Hunter ist das Spiel verlassen. Basti? Sicher, dass es. Ja. Ja. Du hast schon wieder das Spiel verlassen. Ah, super. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich werde jetzt ein Capture-Verteidigung hosten. Mhm. Und dann sehen wir weiter. Ja. Hast kein Wort verstanden? Doch, doch. Aber? Nix. Spasti. Du hast so, ja, red bloß also, weiter, ich mach eh was anderes. Leck kannst du auch deine Frau in Ruhe lassen und nicht so ankacken, du Spast, ey. Jetzt hab ich einen Stern. Wieso? Basti! Der hat seine Frau dumm angemacht. Ist doch nicht dein Problem. Ja. Oder doch? Frachtfreihaus. Hatten wir das schon mal? Ja, das hatten wir schon mal. Das hatten wir auch schon. Vermutlich nicht nur einmal. Ja, stimmt. Ich nehme ja, jetzt einfach das hier. Alles. So, Basti. Solange ich bin gerade. Das ist so. Was? Dabei. Wie bitte? Hier beizutreten bin ich schon dabei. Das wird nicht funktionieren. Ich bin nämlich gerade im Ladebildschirm, um in die Lobby zu kommen. Aber selbst das dauert heute länger, aus Gründen von das Internet ist wunderbar. Och Basti, warum ist denn dieses Telekommunikationsunternehmen, bei dem ich jetzt mein Internet habe, so? Können die nicht, wenn sie sagen, Herr Pauensen, wenn sie bekommen heute ihr neues Internet, wieso kriege ich das dann nicht einfach heute auch komplett funktionierend? Das kann doch nicht so schwer sein. Verstehst du überhaupt gerade, was ich mit dir rede? Also aus den Stücken, die du gesagt hast, also aus den Stücken, die ich verstanden habe, habe ich schon verstanden, was du von mir wolltest. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber so ist dieses Telekommunikation, Alter, ist das ein schweres Wort, Unternehmen halt. Das stimmt. Position 1, jetzt bist du in der Lobby, ne? Ja. Ja, ich bin sicher, dass ich beitreten möchte. Oh, du trittst ja schon bei, Alter. Das geht ja voll schnell heute. Munition für alle kaufen, 18.000. Alter, was hast du getan? Eventuell ein bisschen mit dem Raketenwerfer rumgefuchtelt in der Zeit, wo ich nichts getroffen habe. Ah, warte mal, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ja, wir haben ja auch alle schon mal, fast alle schon mal gemacht. So, schnell starten, bevor ich wieder rausfliege. Transaktion wird bearbeitet. Die Ladebildschirme dauern halt heute alle ein bisschen länger. Aber ich habe die Hoffnung, dass morgen Abend schon wieder alles geklärt ist. Weil ich werde mich wahrscheinlich morgen dann erstmal wieder ausführlich mit diesem Telekommunikationsunternehmen auseinandersetzen. Und dann... Warte mal, ich muss jetzt zu dir fahren, ne? Du musst zu... What the fuck? Aua. Du musst zu der blau umrandeten Tasche. Oder zur rot umrandeten, nein, weiß ich grüne. Nicht. Zur grün orange. Zur grün umrandeten. Also zur rot umrandeten die grüne. Okay, dann ist bei. Dann ist immer der. Aber wir sind gerade aneinander vorbeigefahren. Ja. Dann ist immer die rot umrandete der Gegner. Kann ich vergessen, dich. Die rot umrandete grüne Handtasche, so. Jetzt haben wir's. Basti hat eine Handtasche? Au! Ich bin auch schon zum zweiten Mal hingefallen. Bin direkt in diese komische Umrandung da von diesem Gedöns. Von der Bühne? Ja. Alles klar. Außerdem ist es keine Handtasche, sondern ein Geldsack. So.
Und jetzt geht's wieder dahin zurück, wo du gespawnt bist, Basti. Zum blauen Haus. Der Bär im blauen Haus. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Melodie von dieser Serie anders geht. Natürlich geht die anders. Hallo Paul. Hallo Basti. Irgendwie. Wow! 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 Aua! Wow. Du Kleine! Oh, Gottes. Alter, wie oft willst du mich eigentlich noch überfahren? Paul, ich hab ein Wattebällchen voll Leben. Ein Wattebällchen voll Leben? Und ich habe ein Problem, auf meinem Motorrad steht ein Auto. Dann nimm das Auto. Nein. Du, Paul, ich hab mein Auto gerade eben, mein Motorrad gerade eben auf dem Dach, auf den Parkdächern geparkt. Parkdächer, was sind denn Parkdächer? Da, wo man sein Auto überdacht hinstellen kann. Da oben drauf steht mein Motorrad. Was zur Hölle hast du getan? Wenn du mal kommst, zeige ich es dir. Fährst du gerade den Weg zurück, wo wir gekommen sind? Ja, ungefähr. Da komm. Ich bin. Ah, ich seh's. Wie hast du das denn geschafft? Ich bin hier über diesen kleinen Hubbel. Na, jetzt bist du da unten. Wenn du hochkommst, fahr mal bei mir hier oben vorbei. Nee, ich bin gerade unten da, wo mir dein Motorrad liegt. Geil. Erstmal deine Geldtasche holen gehen. Deswegen bin ich ja hier, nicht für Motorräder gucken. So, komm. Hopp. Hopp. Wie ich Sport mache. Muss ich mich jetzt auffällig machen oder findest du mich auch so? Wieso suchen, hä? Warum sollte ich dich denn sehen? Du sollst nur kurz hierher kommen. Da. Ich bin ungefähr über diese Bodenwelle, wo jetzt mein Motorrad ist, drüber gesprungen. Und bin komplett diesen Berg ohne Aufsatz. Ich bin erst auf dem Glasdach aufgesetzt. Alter. Und hab das überlebt. Die Frage ist nur, auf welcher Bodenwelle steht bitte dein Motorrad? Weil bei mir war da keine Bodenwelle. Na doch, da, wo das Motorrad stand, ist so eine leichte Erwölbung, Erhebung. Das fällt kaum auf, aber wenn du da mit Topspeed drüber fährst. Okay. Aua, Alter. Warum muss denn genau da so ein Busch stehen? Nein, ein Busch wäre noch gut, ein massiver Busch. Ja, ist vielleicht doch schon ein kleiner Baum. Ja. Ah ne, ich hatte voll den Vorteil und dann, nur weil da eine Leitplanke war, habe ich den Vorteil verloren. Ich wäre einfach zurückgefahren. Ja, zurückfahren ist ja leicht, das kann ja jeder. Weil du leckst da ja einen ab. Und jetzt ist irgendwo was explodiert. Ach, als ob ich da jetzt runtergefallen wäre. Ah, je. Manchmal ist dieses Spiel echt aggressiv machend. So. Basti, ich glaube, das geht, bis die Zeit abgelaufen ist. Nein, ich glaube, das geht so lange, bis du einfach beide Geldtaschen abgegeben hast. Ja, aber ich glaube nicht, dass in den nächsten 4 Minuten dieser Fall eintritt. Doch, doch, tut er. Wenn du kurz wartest, tut er das. Warum? Weil ich dann bei dir bin, eventuell. Nur eventuell. Wenn das Motorrad noch meint, das kann hier drüber fahren. Was tust du denn? Zu dir fahren. Warum? Ja, damit du gewinnst.
Basti, du brauchst das viel eher, das Geld und das, die Erfahrung. Hui! Aber ich hab's noch nicht abgegeben. Außerdem will ich so einen Sieg auch gar nicht. Ich lieg im Baum. What the fuck? Ich stehe neben einer Geldkiste. Seine Geldtasche höchstwahrscheinlich, oder? Geldtasche. Ernsthaft, hast du dich jetzt selbst in die Luft gesprengt? Och, Basti. Du hast gewonnen. Also, das ist doch scheiße. Ich bin Rang 92. Och, Basti. Und ich habe $4,000 bekommen. Warum hast du das getan? Ich stand da rum, du bist nicht gekommen, Alter. Eigentlich habe ich nicht mal erwartet, dass es dann für dich als Sieg zählt, sondern eher, dass das als, du musst es trotzdem aufsammeln, abgeben zählt. Naja, wenn du, naja, ja, keine Ahnung. Ach, Mann, wahrscheinlich da, Paul ärgert Teil 1. Das, weil mich das ja auch ärgert. Ich will doch einfach nur nicht so einen Sieg haben. Außerdem brauchst du das viel eher, das Geld und die Erfahrung. Und jetzt verstehst du wahrscheinlich wieder kein Wort von dem, was ich sage, oder? Basti? Bruchteilhaft. Okay. Also, da ich in einem Ladebildschirm bin, Basti, benimm dich. Also, da ich in einem Ladebildschirm bin, also etwas im Internet gemacht wird, läuft es nicht mehr. Verbindung zur Sitzung wurde durch einen unbekannten Netzwerkfehler unterbrochen. Bitte kehre zu GTA 5 zurück und versuche es später noch einmal. Ja, gut. Das ist jetzt nicht ganz wie geplant. Das bedeutet, ich gehe jetzt in Singleplayer und muss wieder dem Online mit dem Online-Modus neu beitreten. Ach bitte, stehen wir jetzt ernsthaft im Stau. Ist doch Kacke. Erstmal aufräumen. So. So schnell kann man einen Stau auflösen. So. Basti, bist du schon auf einem Server? Ja. Okay. Dann versuche ich dir jetzt beizutreten. Wenn mein Social Club laden würde. Ich kann dir nicht beitreten. Wieso kann ich dir nicht beitreten? Gehen halt hier rüber. Online. Geht hier online spielen. Los. Ich kann dir leider nicht über das Escape-Menü direkt beitreten. Das geht nur über Position 1. Und das lädt ja irgendwie kaum. Ach, jetzt? Ja genau, jetzt kann ich dir beitreten. Was passiert eigentlich, wenn ich da drauf drücke? Mach ich GTA dann ganz kaputt? Nee. So. Und mal wieder ein Ladebildschirm. Ich bin ein Kreisel, ein wunderschöner Kreisel. Liebe Zuschauer, bitte fragt euch nicht, was ist mit Basti falsch. Das wissen wir nicht, das weiß er nicht. Und seine zahlreichen Ärzte sind sich auch noch unsicher. Und da er lacht, hat er anscheinend verstanden, was ich gesagt habe. Teilweise. Ups, das war eine Person und jetzt... wenn das Heck einfach wegbricht und du weiterhin Gas gibst und dich einfach noch im Kreis drehst, ja, dann ist man ein wunderschöner Kreisel. Brumm, Kreisel. So, GTA Online wird betreten. Also, wenn das jetzt wieder nichts wird. Tja, dann machst du halt die Abmod. Abmod. Aber ich hab doch halt auch eigentlich Wochenziele abgeschlossen. Was hab ich jetzt getötet? Okay, ich wette, ich krieg wieder einen unbekannten Netzwerkfehler. Wie bitte?
Ja, Paul, dann musst du einfach die Abmod machen. Warte doch mal, ich bin noch im Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ah ja, dann hast du doch verstanden, was ich gesagt habe, wenn du schon so gestottert nachsprichst. Dann hast du es doch verstanden. Ja, aber witzig, wenn du so sprichst. Das ist so ein Vollspaß, dieser Junge. Kannst du mal stehen bleiben, du hässlicher... Ja, netter Passant. Alles klar. Ja, erstmal ein bisschen Weed kaufen gehen. So, aber... brauchst du dir jetzt Weed? Ich bin im Singleplayer. Ich hasse Drucker. Ach, Kack. Hey, ich hab den doch nur leicht mit meinem Heck berührt und jetzt ist er schon gestorben. Witzig. Alles klar. Wir beenden jetzt einfach mal hier an dieser Stelle die Aufnahme. Hat der keinen aus Gründen von Internetproblemen eines Telekommunikationsunternehmens. Unternehmens. Basti, halt einfach die Klappe, ey. Einfach mal die Fresse halten. So, das war's mit Folge 70. Und heute, nach 70 Folgen, sogar mal eine Premiere mit Internetproblemen. Von deiner Seite aus. Internetprobleme haben wir von Richard aus jeden Fall. Ja, aber ich meine jetzt wirklich vom Aufnehmenden aus. Ja, machen wir jetzt die Kontaktmission. Basti, ich versuche jetzt, wir können ja jetzt nach der Aufnahme, können wir uns jetzt ganz viel Zeit lassen beim ja. Beim Versuchen. So, aber jetzt erstmal Abmod fertig machen. Das war's mit Tag 70 der Tagesziele mit Basti und mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet doch morgen wieder ein, wenn es heißt GTA Online Tagesziele bei Anschalt TV Tag 71, falls, ja. Mein falls Internet funktioniert. Ausgeht. Falls kein Internet, falls kein Video kommt, also keine Tagesziele kommt und noch kein Ersatzvideo, ihr wisst Bescheid warum, dann hat mein Internet komplett den Abgang gemacht, was natürlich nicht wünschenswert wäre. Aber egal, die kleine Warnung noch zum Ende und sonst sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Tschüss.